Jo, jetzt aber willkommen zurück zu Dishonored an dieser Stelle. Ich muss zugeben, ich habe das, was jetzt kommt, schon mal gezockt. Ich habe nur vergessen aufzunehmen. Das ist scheiße. Wir stehen vor dieser Rune, aber dafür kann ich es jetzt im Schnelldurchgang machen, denn ich habe beim letzten Part ein bisschen länger gebraucht. Ha! Ihr könnt trotzdem Daumen hoch geben, wenn euch dieser Part gefällt. Und da ich tatsächlich alles schon weiß, wie man die Knochenartefakte bekommt, geht es jetzt ein wenig schneller voran. Da wir schon mal hier sind, gehen wir natürlich auch hier lang. Ihr sollt ja trotzdem alles sehen. Hier ist eine kleine Falle, in die ich reingelaufen bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich die überhaupt ausschalten kann. Vielleicht muss ich dazu... Nee, das geht irgendwie nicht. Ach, hier ist so ein Dings. Ah, ein Dongs-Dongs. Okay. Da war so ein Stolperdraht. Dann teleportiere ich mich doch einfach drüber hinweg. So. Und mach den dann kaputt. Oder... Nee, doch, man kann ihn so... Hallo? Zack. Und das Ding hier mal entschärfen. So, wir haben da unten ein Knochenartefakt, was wir natürlich haben wollen. Und wie kommen wir da runter? Da sind ganz viele Ratten. So, wir greifen einmal die Kette. Und wie ihr seht, da können wir nichts betreten. Deswegen nehmen wir einfach hier... Ich würde gerne... So. Ja gut, gehen wir halt auf das Regal, was soll's. Letztens bin ich hier rumgehüpft. So über die Kisten und so. Schraubstock. So, Knochenartefakt. Und kurz lesen. Und das Knochenartefakt setzen wir ein. Flinke Kämpfer. Gezogene Waffen verlangsamen dich nicht. Oh, ich stelle gerade fest, das ist sogar anders jedes Mal. Das ist ja interessant. Das ist ja voll interessant eigentlich. Das war eben anderes. Das war irgendwie... Ich weiß es nicht mehr, was es war. Ratten sehen mich erst, wenn ich wirklich so ganz nah bei ihnen bin oder so. Irgendwas in der Richtung war das. Das ist wirklich interessant. Zack. So, und ich sollte öfter nach den Parts, glaube ich, speichern. So, jetzt müssen wir noch hier rein. Das haben wir aufgeschlagen eben. Hallo? Ist das nicht auf? Doch, das ist doch auf. So. Gibt's was zum Lesen? Da ist... ungewöhnliche Flasche. Da ist drinne... Werkstatt-Truhenschlüssel. Interessant. Ah, bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. Hier ist so eine komische Aufseher-Spieluhr, die bewirkt, dass wir unsere Magie nicht benutzen können. Ich habe, glaube ich, Schaden gekriegt gerade. Keine Ahnung. Hier ist eine Rune. Jawohl. 4 von 7 Runen. Das heißt, wir können wieder Kräfte benutzen, einsetzen, was auch immer. Beziehungsweise wir haben es gesammelt. Wir haben die Beherrschung. Wir, glaube ich, sollten jetzt diese 3 Sachen noch weiter skillen einfach. Was aber gerade nicht geht, weil wir zu wenig haben. So, Audio-Dings. Brauchen wir nicht. Lesen wir. Und das ist ein schönes Rädchen. Das können wir gebrauchen. Vorher sammeln wir hier noch ein bisschen Zeug ein. Und lesen Stuff. Dieses schöne Rädchen ist nämlich für die Tür, die wir gefunden haben. Ich wollte nichts trinken. Egal. Springmine, hallo. Guten Tag. Ah, hi. Und hier ist der Werkstattschlüssel. Mit dem brauchen wir, um da rauszukommen. Wo ist die Truhe, für die wir den Schlüssel jetzt hatten? Das habe ich nämlich nicht letztens gemacht. Hier ist so ein Bolzen, die wir nicht mitnehmen können. Alles klar, weil wir voll haben. Die Tür, ne, wo wir vorstanden im letzten Part. Dafür brauchen wir dieses Rad und das können wir nur dahin tragen. Wir müssen es also mitnehmen an den Wachen vorbei. Das haben wir nicht im Inventory. Aber wo ist denn jetzt hier... irgendeine Werkstatttruhe oder so, oder bin ich blind? Ist das hier? Kommode. Ah, das war sie. Betäubungsbolzen, was ist das denn? Galvanierverbundgewebe. Wow! Sammle Baupläne, um neue Verbesserungen und Ausrüstungsgegenstände in Pierus Werkstatt beim Hauen Pitzpap freizuschalten. Okay.
Das war jetzt aber was für die Gun, glaube ich. Und die Gun brauchen wir eigentlich gar nicht, wenn wir Stealth-Modus spielen wollen. Oder ist euch das egal? Soll ich zwischendurch Leute ummetzeln oder eher nicht? Und ich weiß es nicht. Schreibt es in die Kommentare. Schlüsselloch. Ah, Schlüsselloch ist, ich glaube, da kam gerade... Ja, er. Genau. Okay, wir könnten jetzt in die Ratten gehen, aber das bringt uns hier, glaube ich, eh nichts. So. Ich werde jetzt diese Tür aufschließen, öffnen. In den Schleichmodus gehen. So, der ist jetzt hier links, glaube ich, lang, ne? Ja, genau. Ich weiß aus Erfahrung schon, der geht auch wieder zurück. Das heißt, wir müssen unser Rad hier irgendwo ablegen. Ich hab's aufs Dach geworfen, wie geil! Hätte ich nicht mit gerechnet, dass das überhaupt geht. Ich glaube, dann erspare ich mir einen ganz schönen Klabberadautz-Gemautz. So. Hat er das gehört? Nein. Ich weiß aber, die stellen sich manchmal hier hin und gucken hier rein. So, da hinten ist nämlich noch ein anderer Kutter. Oh, ich glaube, der pennt. Okay, geh mir rein, geh mir runter. Das hoffentlich sehr leise. Oh, da hätten wir auch reingekonnt hier auf der anderen Seite. Bolzen haben wir voll. Jo, da kommt er gerade und guckt. Da liegt ein Typ. Da ist eine Flasche. Das will ich haben. Hallo. So. Die Ratte benutzen wir jetzt nicht. Hier können wir nichts machen. Gehen wir wieder nach oben. So, das Problem an dieser Stelle hier war, hier sind fucking viele Leute, deswegen speichere ich nochmal. Mit Hunden. Und die können uns richtig auf den Sack gehen, wenn wir nicht aufpassen. Ich könnte... Wo ist denn der Hund, bitte? Aha. Ich könnte den Hund jetzt erschießen, das merkt er dann aber. Das ist das Problem an der Sache. Wir laufen einfach wahnsinnig viele Leute Patrouille. Ich werde das jetzt einfach schnell probieren. Oh, oh. Das war nicht gut. Ich versuche hier schnell reinzukommen. Ich habe das so noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob uns jemand entdeckt. So, schnell hier rein. Aua! Nicht da drunter hängen bleiben, Fly. So, Tür ist zu. Sehr schön. Beutelflasche brauchen wir nicht. Und hier haben wir ein Knochenartefakt. Welches ist es diesmal? Rattengeruch. Ratten greifen dich nur an, wenn du dich in ihrer unmittelbaren Nähe befindest. So, jetzt haben wir die drei aktiviert. Sechs können wir insgesamt. Da ist nämlich jetzt dann das Artefakt. Knochendings. Was ich zuvor hatte. Oh, hier liegt ja noch was. Lecker. Habt ihr das schon? Oh, keine Ahnung. Das ist verdammt viel. Dann viel Text. So, die Flasche brauche ich. Ich mache Flaschenparty. Yeah. Mach auf die Scheiße. Wetter, wetter. Braucht doch keiner. So und so und wieder auf dem Dach. Ha. Schiffer Samuel, da wollen wir hin. Hallo, da unten. Alles klar, kommst du. Oh. Okay, da ist nichts drin. Hier kommt kein Typ hin. Na, hier kann keiner um die Ecke gehen. Alles klar, okay. Dann gehen wir runter. Yeah. Ja, ich bin's tatsächlich. Hallo, darf ich hier dran? So. Runter mit dir. Haha. Schiffer Samuel bringt uns jetzt, glaube ich, wieder zurück zum Pub. Und da geht's dann weiter. Abspringen. Hi! Alles klar, mein Freund? Soweit ich weiß, hat Campbell nichts ausgelassen. Vielleicht sollte ich nicht urteilen, aber Männer des Glaubens sollten sich zügeln. Sind Sie bereit?
Auf jeden Fall bin ich bereit. Bring mich zum Hound's Pits Pub zurück. Okay, los geht's. Yeah. Come on, come on. Ha, wir haben nur 4 Runen gefunden. Ach ja, so ein Scheiß. Naja, egal. 14 Leute eliminiert. Ach du Kacke, das war viel zu viel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, was soll's. Admiral Havelock und Lord Pendleton sind im Hof. Sie wollen Ihnen vermutlich gratulieren. Missionshinweise aktualisiert. Oberaufseher Campbell wurde seines Amtes enthoben und Aufseher Martin, Verbündeter der Kaisertreuen, wurde befreit. Hallo. Mein Onkel ist tot, oder? Jo. Er kam nie von dem Treffen mit Oberaufseher. So, ich will mal gucken, ob es hier ein paar Upgrades gibt bei Mr. Upgrade Man. Mr. Upgrade Man? Da kommt Mr. Upgrade Man. Hallo. Sie, kann ich Ihnen behilflich? Ja, ja, klar. Gib mal Upgrades, Junge. Hallo? So. Bauplan, den du Piero gebracht hast, schaltet diese Verbesserung frei. Verbesserte Rüstung. Geil! Also es lohnt sich überall nachzugucken und zu schauen und überhaupt und sowieso. Wir wollen gerade mal gucken bei den Verbesserungen. Was kostet die denn? Verbesserte Rüstung 600. Senkt den erlittenen Schaden. Ja, ich glaube, das werden wir auch skillen. 870 Münzen haben wir. Ist teuer. Oh, wir müssen mehr Münzen und sowas sammeln. Können wir nicht noch Geröll oder so kaufen? Anscheinend nicht. Naja, okay, dann eben nicht. Oder ist das ein... Hallo, willst du über mich drüber gehen? Hallo? Kann ich runtergucken. Ausrüstung, Verbesserung. Brauche im Moment keine. Achso. Hoppla. Ich will hier... So. Alles klar, das heißt, hast du noch was? Seeleute erzählen sich Schauergeschichten von Meeresungeheuern. Aber dieser Fluss verbirgt Merkwürdigkeiten, über die keiner spricht. Ja gut. Licht im Wasser. Okay. So. Hier ist, glaube ich, die nächste Cutscene. Hallo, guten Tag. Kaisertreuen, ja. Geschafft. Sie haben Oberaufseher Campbell entgegen allen Erwartungen bezwungen. Ich wusste, dass Sie einzigartig sind, Corvo. Dadurch fügen wir dem Lordregenten großen Schaden zu. Und mit Martin verfügen wir über den besten Strategen überhaupt. Der Lordregent muss sich im Tower vor Angst in die Hosen machen. Ja. Und nicht zu vergessen Campers Tagebuch. Wir hoffen, in dessen verschlüsselten Seiten den Aufenthaltsort und Zustand von Emily Caldwin zu finden. Unsere ganze Bewegung ist sinnlos, wenn wir nicht die wahre Thronerbin einsetzen können. Wir müssen rasch handeln. Zweifellos hält der Lordregent Emily gefangen, um sie preiszugeben und als Held und Retter aufzutreten, um seine Regentschaft zu festigen. Wenn er die junge Lady nicht bald präsentiert, wird es Grabenkämpfe zwischen den Edelleuten über die Nachfolge der Kaiserin geben. Ja, die Zeit läuft uns davon. Aber Sie sollten sich jetzt ausruhen, Corvo. Wir werden den Inhalt des Oberaufseher-Tagebuchs entschlüsseln und Ihnen später mitteilen. Okay, das klingt gut. Ich könnte eine Ruhepause vertragen. Jetzt doch nicht. Es gibt noch ein paar Dinge zu erledigen, Admiral. Ja, das klingt ganz gut. So. Jetzt kommt wieder eine Zwischenwelt oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ein Traum. Wir werden sehen. Wachen wir wahrscheinlich wieder oben auf, ne? Ja, genau. So, wie schaut's denn diesmal aus, wenn wir durch diese Tür gehen? Aber es schaut hier gerade alles normal aus. Ja, ja, ja. Okay, ich glaube, hier hat sich nichts... Ja, hier ist alles korrekt, so wie es sein sollte. Nicht so wie beim letzten Mal pennen. Hier haben wir eigentlich... Haben wir hier eigentlich noch... Oh, hallo, guten Tag. 2 Runen nebeneinander. Die will ich mir doch holen. Die sind gar nicht so weit weg. Komme ich da auch ohne Probleme hin? Das sieht fucking gut aus. 2 Runen, das ist ja fast geschenkt, oder? Oder ist hier was Böses? Nicht runterfallen, das tut aua. Ne, Moment, das ist, glaube ich, doch nicht so leicht wie gedacht. Kann das sein? Wie kommt man da hin? Die sind unterhand.
Oder in diesem Haus, oder? Ach komm, du wirst doch wohl hier hochspringen können, Alter. Ich fürchte, wir müssen irgendwie in dieses Haus hier kommen. Oder auch nicht. Vom Keller oder so, hier. Ah, Moment mal. Was ist denn? Mir passiert aber nichts. Wir müssen irgendwie hier was... Huch, was ist das denn? Wieder Erz. Wir müssen irgendwas auslösen oder machen oder keine Ahnung was. Um da reinzukommen. Unzerstörbare Tür. Schlüssel zur verlassenen Wohnung erforderlich. Wie kommen wir an diese Runen? Gibt's hier doch Kellerräume? Ich glaube, hier gibt's Kellerräume, ne? Mal auf, die Scheiße. Das will ich jetzt wissen. Die sind verdammt wichtig eigentlich. So, sind hier Ratten? Ich will aber dahin. Oh, was haben wir denn hier noch? Was? Wahlöl? Okay, das können wir nicht nehmen. Sonst noch was hier? Nein. Wo geht's hier hin? Zur Kanalisation im alten Hafenbezirk erforderlich, der Schlüssel. Okay, wir kommen anscheinend nicht weiter hier bis jetzt. Oder wir müssen das ganze Haus durchsuchen. Ich weiß es nicht genau. Also, wenn ihr wisst, wie man hier zu diesen beiden Runen kommt, dann könnt ihr das gerne schreiben, ausnahmsweise. Es ist ja kein Spoiler, es sind einfach nur Tipps. Ich werde es einfach trotzdem jetzt noch probieren, hier irgendwie hochzukommen. Hallo. So, es geht doch zumindest irgendwie hier weiter, oder? Hm. Nein, es reicht nicht. Oder ich muss... Oh oh. Hallo? Scheiße. Hä? Jo, er hält sich fest. Was ist das denn hier noch Feines alles? Oha. Interessant. Zerstörbare Tür. Oh ja. Yeah. Oh ja, yeah, oh ja, yeah. Das ist eine ganze Mengenkiste. Hoppla. Alter, was haben wir denn hier also gefunden? Öffnen. Das bringt uns aber auch nichts weiter. Hm. Hoppla, ich drücke mal die falsche Taste, um aufzuhören, sorry. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Wir werden es vielleicht in der nächsten Folge erfahren. Vielleicht können wir uns noch irgendwo da hinten rüber teleportieren. Ihr könnt einen Daumen hoch geben und ein Abo da lassen. Ich würde mich echt freuen. Und ich sage goodbye, euer Fly.